Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen zu meinem Unboxing des brandneuen Dell Inspiron 15 Zoll der 7000er Serie. Hier sehen wir dann schon die typische Dell-Box. Wenn wir die jetzt einmal öffnen, dann kommen wir schon zum Inhalt der Box. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite schon das Netzteil. Hier dann einmal mit dem Kabel, das dann zum Laptop selbst geht und natürlich dann hier das Netzteil selbst, sogar noch mit Plastik drum und dem Dell-Logo drauf. Als nächstes haben wir dann den Rest des Kabels, hier einmal das, was zum Netzteil geht, und dann hier den Stecker für die Steckdose. Dieser würde natürlich sich dann unterscheiden, je nachdem, in welchem Land man lebt. Das war es dann auch schon am Zubehör. Als nächstes sehen wir dann schon direkt den Laptop selbst. Insofern haben wir hier den Laptop sehr schön eingepackt in diese Folie, dass wir auch keine Kratzer oder ähnliches während des Transports bekommen. Und dann können wir das Gerät hier einmal rausziehen. Und dann sehen wir schon, dass wir eine sehr schöne Aluminiumoberfläche hier haben, mit dem Dell-Logo, was etwas reflektiert. Insofern sieht das auch sehr edel aus. Auf der Vorderseite haben wir im Endeffekt nichts außer zwei Indikator-LEDs, die wir links sehen, und sonst nur Aluminium. Auf der rechten Seite des Laptops finden wir dann schon einen Teil der Anschlüsse. Insofern haben wir hier einen SD-Kartenleser, einen Kopfhöreranschluss, zwei USB 3.0-Anschlüsse sowie einen HDMI-Ausgang und einen Netzwerkanschluss. Auf der Seite des Laptops haben wir dann zwei weitere USB 3.0-Anschlüsse, den Anschluss fürs Netzteil und dann auch einen Kensington-Lock. Insofern werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben, hier fehlt ein CD-Laufwerk. Und dies ist ein 15 Zoll Laptop. Insofern ist es relativ ungewöhnlich, dass dieser kein CD-Laufwerk mehr hat. Es gibt ein optionales USB-Laufwerk von Dell dafür, aber eingebaut ist keins mehr. Und dann sehen wir jetzt hier schon den Laptop selbst, nochmal eine Schutzfolie für die Tastatur und dann auch das Display. Dies hat 15 Zoll und hat eine Full-HD-Auflösung sowie auch einen Touchscreen. Insofern ist dies natürlich für Windows 8 optimal. Des Weiteren finden wir einen Intel Core i7-Prozessor der vierten Generation, also Haswell, sowie eine 256 GB SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und natürlich Windows 8 auf dem Laptop. Der Preis liegt so ungefähr bei 1.100 Euro, insofern ein durchaus guter Preis für die Leistungen, die man hier bekommt. Und dies beendet dann auch schon mein Unboxing des Laptops. Insofern hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dies der Fall war, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal für den vollen Test dieses Laptops sowie auch viele andere Technikvideos. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sebastian und das ist der Dell Inspiron 15 Zoll der 7000er Serie.